In der Ausstellung Aktuelle Kunst 2016 im Kunsthaus Zofingen kann man bei den 8 Positionen, die wir ausgewählt haben, das aktuelle künstlerische Schaffen sehen. Obwohl das thematisch um die Region Zofingen und die Luzerner Landschaft ging, ist es so, dass sich hier ein roter Faden durch die Ausstellung zieht und es wirklich schwerpunktmäßig Themen gibt, die sich entwickelt haben, wo man erkennt, woran Künstler momentan arbeiten. Und das geht viel um das Thema Fremdsein, Ankommen, Weggehen, Grenzen überschreiten. Wo befinden sich die Grenzen? Also wirklich sehr aktuelle Themen. Das zweite Thema ist einfach wirklich der Alltag eines Künstlers. Was heißt das, mit der Kunst, für die Kunst zu leben, auf dem Kunstmarkt bestehen zu können? Dadurch, dass ich eingeladen worden bin, die 4 Ausstellungsräume zu bespielen, das hat mich auf eine Idee gebracht und auch die Situation der Künstler, der Künstlerin in der heutigen Zeit, einfach das zu befragen. Und da habe ich die Arbeit Gastarbeit entwickelt. Ich ging in die 4 Ausstellungsräume und habe die gereinigt. Und deswegen heißt es Gastarbeit. Diese Arbeit heißt Portzeller. Also ich sage auch, es ist so wie mein Portzeller, weil es sind so verschiedene Zellen und Teile, Objekte, die eigentlich hier in einer Klanginstallation zusammenlaufen. Das sind eigentlich ursprünglich Papierrollen, mit denen ich arbeite. Die kommen aus einer Fleischabpackfabrik. Das Porzellan ist eigentlich wie eine Übersetzung dieser Papierrollen. Und hier habe ich sie auch als Klangkörper eingesetzt. Und der Klang hier ist eigentlich wieder wie ein Gegensatz zum Teil auch zu den Fabrikgeräuschen. Und trotzdem hat das immer auch diese Elektronik dabei, dass diese Arbeit funktioniert auch interaktiv. Das heißt, je nachdem, wie man sich bewegt im Raum, reagiert die Arbeit auch auf die Person, die sich im Raum bewegt. Somit schaffe ich eigentlich wie auch eine kleine Kommunikation zwischen dem Betrachter und dem Werk. Die Arbeit ist im Louvre in Paris entstanden. Da gibt es diesen ganz bekannten Saal, wo die Mona Lisa hängt, und mit hunderten Foto- und Videotouristen, die halt ihr Bild vor der Mona Lisa machen. Ich habe dann eigentlich diese Kameras der Touristen wieder von hinten gefilmt, die dann so wie extrahiert. Ist eigentlich wie eine doppelte Safari, die Leute, die ihr Bild oder das Bild der Mona Lisa jagen, und ich jage die Bilder der Leute.